Feste Körper können in kristalline und nichtkristalline bzw. amorphe Werkstoffe unterschieden werden. Bezogen auf das Bauwesen sollte man die Grundlagen der Eigenschaften eines jeden Stoffes kennen, um die Anwendungsfälle jedes einzelnen Werkstoffs genauestens einschätzen zu können. Damit kann einem Werkstoff der ideale Anwendungsbereich zugeordnet werden. Kristalline Werkstoffe besitzen eine räumlich dreidimensional periodische Anordnung von Atomen oder Molekülen. Sie sind sehr regelmäßig angeordnet und bilden ein Raumgitter. Werkstoffe streben diesen kristallinen Zustand an, da ihre potenzielle Energie mit zunehmendem Ordnungsgrad abnimmt, wobei wir aus der Chemie wissen, dass Atome a. ein Minimum ihrer potenziellen Energie anstreben, b. die Anzahl der Bindungen zwischen den Atomen maximal wird, c. die Bedingungen aus der Orientierung der Bindung erfüllt sind und d. die elektrostatische Neutralität gewahrt bleibt. Durch das feste Raumgitter sind diese Stoffe in der Regel stabiler. Kristalline Werkstoffe zeichnen sich auch durch folgende Eigenschaften aus. Sie haben meist einen definierten Schmelzpunkt, sind meist undurchsichtig, oft spaltbar und sie sind je nach Bindungsart der Atome durch Gleitvorgänge plastisch verformbar. Beispiele sind Metalle, ein Großteil der Nichtmetalle, wie beispielsweise Keramik, und einige Kunststoffe. Im Gegensatz dazu besitzen amorphe Werkstoffe eher eine Aneinanderreihung von Atomen oder Molekülen, keine regelmäßige Ordnung besitzen. Das hat den Grund, dass diese meist erstarrte Flüssigkeiten oder Gläser sind. Amorphe Stoffe können aber auch eine Zusammensetzung von zwei kristallinen Stoffen sein. Die Gruppe der amorphen Stoffe kann nochmals in Sole und Gele unterschieden werden. Amorphe Stoffe sind durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet. Sie haben meist einen Erweichungspunkt anstatt eines Schmelzpunktes und ihre mechanischen Eigenschaften sind sehr temperaturabhängig. Beispiele sind plötzlich erstarrte Magmagesteine, anorganische Gläser wie Acrylglas oder viele Kunststoffe. Werkstoff als kristallin oder amorph gelten, wird also durch ihre Atomstruktur bestimmt.